Mit Culinario Mortale veranstaltet man ein Krimi-Dinner für zu Hause. Ding dong. Bei einem gemeinsamen Essen schlüpfen 5 bis 8 Gäste in die Rolle der Hauptverdächtigen. Zusammen löst man dann einen spannenden Kriminalfall. Das Ziel des Falles ist es, den Täter oder die Täterin zu überführen. Und die sitzt mit am Tisch. Für ihre Ermittlung erhalten alle Teilnehmenden ein Heft mit Informationen über ihre eigene Rolle und die der anderen Hauptverdächtigen. Oh. Darin erfahren sie, ob sie unschuldig oder der Täter bzw. die Täterin sind. Die Teilnehmenden versuchen dann gemeinsam in 3 Runden den Tathergang zu rekonstruieren. Doch das ist gar nicht so einfach. Alle Anwesenden haben den Tatabend ganz unterschiedlich erlebt. Was? Kann nicht sein. Nee. Der Fall kann nur gelöst werden, wenn alle zusammenarbeiten und ihre Informationen geschickt miteinander kombinieren. Schnell entstehen witzige Diskussionen. Wer verstrickt sich in Widersprüche? Wer hat ein Alibi? Und wer hat eigentlich ein Motiv? Aber Vorsicht, alle Gäste haben ein dunkles Geheimnis. Culinario Mortale hat eine einzige Regel. Die Teilnehmenden dürfen nicht lügen. Das Recht zu lügen und die anderen Gäste auf eine falsche Fährte zu locken, hat allein der Täter oder die Täterin. Zum Schluss stimmen alle darüber ab, welche Person sie der Polizei übergeben wollen. Ein Culinario Mortale Fall dauert zwischen 2 und 4 Stunden. Hauptsache, das Essen wird nicht kalt. Okay. Die Fälle wurden mit einem Augenzwinkern geschrieben, sind aber aufgrund ihres Inhaltes erst ab 16 Jahren geeignet. Unsere Krimi-Dinner werden lokal und nachhaltig produziert und in liebevoller Handarbeit zusammengetragen. Hinter Culinario Mortale steckt ein kleines Team aus begeisterten Geschichtenerzählern und ein Ende ist nicht in Sicht. Viel Spaß! Ciao! Tschüss! Au revoir! Tschüssi! Tschüssi!